wieso ich das Thema gewählt habe, vielleicht da ganz kurz vorab. Eigentlich gerade deswegen, weil das so ein schwieriges Thema ist, meiner Ansicht nach. Es ist etwas, womit die meisten Leute nichts mit anfangen können. Also jetzt in manchen Sportarten, wie zum Beispiel American Football, Rugby, vielleicht noch Eishockey, ist es teilweise ein Thema. Also man weiß darum, aber naja, scheißegal, ist da, aber man muss sich halt nicht wirklich darum kümmern. In vielleicht anderen Ländern, vor allem in den Vereinigten Staaten, ist es schon vielleicht eher ein Thema. Nichtsdestotrotz, was wird dort als erste Maßnahme versucht, zum Beispiel in Bezug auf American Football, man versucht, die Helme besser zu gestalten. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, das bringt nicht wirklich viel. Und ich glaube, auch wenn ihr das mit Sicherheit schon mal gesehen habt, werde ich das trotzdem einfach mal laufen lassen. Und zwar vielleicht, das würde wahrscheinlich jetzt nicht jeder kennen, der mal hier gewesen ist, aber hier habt ihr zum Beispiel einfach mal einen Überblick, wie solche Football-Hits in einer extremen Situation aussehen. So, lass uns einfach. So I keep big bills up in my heart, all the dirty like blood. So ain't got no twist in my head, but I'm still dreadful. And I got plenty of bread, so I go to bed for a lie. Also der ganze Clip dauert hier über 4 Minuten, ist natürlich jetzt wirklich nur auf Football bezogen, aber natürlich auch andere Sportarten, wie zum Beispiel auch Boxen, die werden jetzt meistens außer Acht gelassen, weil ich glaube, wenn so ein Handschuh auf den Kopf trifft, dann sieht das weniger spektakulär aus, als wenn man beim Football entgegenrennt. Und vor allem im American Football ist es natürlich so, dass gerade aufgrund dessen, dass man eine Schutzausrüstung hat, man vielleicht eher dazu geneigt ist, gegeneinander zu rennen. Und in den Staaten, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, Kevin, theoretisch müsstest du das ein bisschen besser wissen, aber in den Vereinigten Staaten sogar die Kinder werden auch darauf trainiert, wirklich aufeinander loszurennen. Ja, also wirklich wie Steinböcke, die aufeinander schlagen. Nach dem Motto, ich habe ja einen Helm, ich habe eine Schutzausrüstung, was kann mir da passieren? Im Rugby gibt es auch sehr, sehr viele Hits, aber seltener so problematisch, wie es zum Beispiel im American Football der Fall ist. Gleichzeitig haben wir natürlich auch andere Sportarten, wie ich habe gerade Boxen erwähnt, ebenfalls. Dann haben wir natürlich auch grundsätzlich MMA, was ebenfalls natürlich in dieselbe Richtung geht wie Boxen. Dadurch, dass man beim MMA aber natürlich leichtere Handschuhe trägt, hat man natürlich dann noch einen größeren Impact auf den Kopf, als es auch schon selber beim Boxen der Fall ist. Das gleiche gilt auch für zum Beispiel Eishockey, ebenfalls starke Stöße, Schläge. Und auch was sehr häufig unterschätzt wird, ist Fußball. Also ich glaube, im Fußball ist es so gut wie gar kein Thema, sollte es aber sein. Und ich werde euch einfach so teilweise Sachen sagen, wie man Gehirnerschütterung erkennen kann, was man machen kann. Ich werde jetzt wenig auf Statistik rumreiten. Also ich werde nicht sagen, wie viele es gibt und die Prävalenz im Bereich der Gehirnerschütterung etc. Eine Zahl kann ich euch sagen, es gibt auf jeden Fall in Deutschland pro Jahr ungefähr 140.000 Fälle von Gehirnerschütterung, die im Krankenhaus behandelt werden. Und wenn man davon ausgeht, dass viele Leute das Thema wirklich runterspielen und nicht wirklich ernst nehmen, kann man schon sagen, dass die Dunkelziffer um einiges höher ist. Also man kann da nur kalkulieren, aber ein Kind, was auf den Kopf fällt, landet nicht direkt im Krankenhaus, außer es ist eine offene Verletzung. Ja, also Gehirnerschütterung werden meistens nicht als solche erkannt, weil wenn du eine Gehirnerschütterung hast, heißt lange nicht, dass der Kopf irgendwie aufgeschlagen ist, beziehungsweise du musst nicht bluten. Und deswegen muss man da wirklich schauen, dass da ein gewisses Gespür für geschaffen wird. Ganz kurz nochmal eine kleine Definition, ja, also die gebe ich euch auf jeden Fall mit. Und zwar handelt sich bei einer Gehirnerschütterung, ist ein komplexer pathophysiologischer Prozess, der aufgrund von biomechanischen Einwirkungen das Gehirn negativ beeinflusst. Was so viel heißt ist, Schlag auf den Kopf und irgendwas Schlechtes passiert, um das mal ganz salopp zu sagen. Also negativ beeinflusst heißt, dass gewisse Funktionen des Gehirns beeinträchtigt werden können. Und diese Funktionen sind relativ vielfältig. Das, was man natürlich meistens hat, wir werden das gleich mal ein bisschen unterteilen, sind sowas wie vielleicht Gleichgewichtsprobleme, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, solche Dinge. Und wenn man sich den Maßnahmenkatalog anschaut, den es international gibt, aber vor allem in Deutschland, dann ist der hauptsächlich so ausgerichtet, dass als erstes und als einziges Ruhe empfohlen wird.
Das ist fast die einzige Maßnahme, die ihr finden werdet. Also wenn ihr schaut, was für Möglichkeiten gibt es, und wenn ihr zum Beispiel beim Spiel, bleiben wir beim American Football, wenn ihr beim Spiel einen Verdacht habt, okay, könnte eventuell eine Gehirnerschütterung sein, im besten Fall ist sich der Coach und der Spieler bewusst, okay, ich muss eventuell zum Arzt gehen. Was wird normalerweise gemacht? Je nach der Symptomatik wird vielleicht ein MRT oder ein CT gemacht. Das Problem ist, ein MRT und CT ist in Bezug auf die Gehirnerschütterung null aussagekräftig. Das sagt überhaupt nichts aus. Das heißt, du kannst gerne ein MRT machen, kannst ein CT machen, sagt der Radiologe, scheint alles in Ordnung zu sein, ich habe nichts gefunden, weiter geht's. Nächstes Spiel, zweite Gehirnerschütterung, und die zweite ist tendenziell immer schlimmer, sofern es schon nach der ersten gewisse Einschränkung gegeben hat. Das ist halt immer wieder aufprallen. Und wenn man sich das natürlich betrachtet, also biomechanische Einwirkung, dann kann man natürlich sagen, okay, ich trage einen Helm, passt ja. Eishockeyspieler, ich trage einen Helm. Boxer, naja, da funktioniert das eben nicht mit dem Helm. Außer wir sind im Amateurboxen und beim American Football ebenfalls. Das Problem ist, dass die Erschütterung, die entsteht, die passiert trotz des Helmes. Das ist völlig egal, weil die Erschütterung bedeutet, dass der Kopf beschleunigt wird. Beziehungsweise, streng genommen, ist es das Gehirn, was beschleunigt wird. Das heißt, auch wenn der Schädel geschützt wird durch äußere Einflüsse, hat man trotzdem diesen Impact, der auf dem Gehirn lastet. Und das ist hier eine sehr treffende Aussage von einem Neurologen, Stephen Loris, hat gesagt, dazu gibt es auch einen sehr coolen TED-Talk im Internet, shake it and you break it. Das heißt, das, was ja passiert bei einer Gehirnerschütterung, ist, dass das Gehirn innerhalb des Schädels beschleunigt wird. Also das Gehirn, das sitzt quasi nicht direkt an der Schädeldecke, sondern es gibt eine Flüssigkeit, in der das Gehirn liegt. Ja? Und diese Flüssigkeit, die ist normalerweise dafür da, um auch Bewegung ein bisschen zu dämpfen. Und es kommt bei einer Gehirnerschütterung immer zu einem Schlag. Das heißt, das Gehirn schlägt quasi gegen die Schädeldecke, entweder in eine oder in zwei Richtungen. Dazu habe ich gleich noch eine Grafik. Das heißt, wenn ich halt immer wieder durch irgendeinen Impact, durch einen Schlag beim Boxen oder halt beim Football immer wieder dagegen knalle, dann kommt es immer quasi zu eventuell kumulierten Schäden. Ja, das heißt, ein Schlag ist vielleicht nicht so schlimm, kann aber schlimm sein, aber durch mehrere Schläge, durch mehrere Treffer kann es dann sein, dass das Gehirn dann langfristig immer mehr und immer mehr geschädigt wird. Und dazu gab es einen sehr, sehr guten Film, den ihr vielleicht kennt, Schütternde Wahrheit mit Will Smith, zum Thema CTE. Da behandelt sich um eine Enzephalopathie. Und es wird zum Beispiel auch vermutet, dass Muhammad Ali ebenfalls quasi Opfer der CTE geworden ist. Dass quasi also seine Erkrankung unter anderem natürlich damit zu tun hat, dass er mehrere oder viele Schläge kassiert hat. Das Problem ist, kann man nur mutmaßen, kann man nicht bestätigen. Ja? Also nicht jeder, der Parkinson hat, wird natürlich eine Gehirnerschütterung davongetragen haben. Aber Parkinson könnte eventuell auch die Schlussfolgerung sein. Ja? So, was sind jetzt erstmal die Symptome einer Gehirnerschütterung? Das sind jetzt so die gängigsten. Ja? Und anhand der Symptome kann man schon ein bisschen erkennen, dass die sehr weitreichend sind, also sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt habt ihr erstmal Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist das, was eigentlich fast immer vorliegt. Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Ja? Nackenschmerzen natürlich ebenfalls durch die Kopfbeschleunigung. Kopfschmerzen kann man sich gut vorstellen. Schwindelgefühl ebenfalls, das heißt, das Gleichgewichtsorgan wird dadurch massiv geschädigt. Schwindelgefühl kann sich entweder leicht zeigen oder besonders schwer. Besonders schwer wäre zum Beispiel, wenn du dich normal hinstellst, Füße geschlossen, du schließt die Augen und dann fängst du an zu taumeln. Das wäre so ein relativ eindeutiges Symptom. Und so etwas kann man auch sehr, sehr gut am Spielfeldrand machen. Egal welcher Sport es ist, den Spieler kurz rausnehmen, checken, wie ist deine Gleichgewichtsfähigkeit. Gleichgewichtsfähigkeit, das heißt in geschlossenen Augen. Mit geschlossenen Füßen. Das wird auch als Romberg-Test benannt, einmal so zu stehen. Mit geschlossenen Augen ist der fortgeschrittene Romberg-Test, der wird auch in der Neurologie verwendet. Und wenn es dann in dem Moment zu Schwankungen kommt oder gar zu einem Sturz, dann liegt es natürlich nahe, dass dementsprechend der Schlag, der im Spiel erfolgt ist, dass dieser quasi negative Einwirkung auf das Gleichgewichtsorgan hatte. Und das ist ein Test, den man relativ leicht machen kann und der sehr schnell Feedback gibt, inwieweit der Spieler dazu in der Lage ist, weiterzuspielen oder nicht. Benommenheit ist, glaube ich, ebenfalls klar. Muskuläre Dysfunktionen.
Muskuläre Dysfunktionen zeigen sich meistens erst so nach und nach. Das kann halt sein, dass nach einem Treffer, nach einer Gehirnerschütterung bestimmte Muskeln nicht mehr optimal funktionieren, die arbeiten nicht mehr richtig. Das heißt, es kann eine lokale muskuläre Schwäche sein, dass bestimmte Muskeln nicht mehr optimal funktionieren. Das heißt, das ist dann der Fall, wenn der Athlet über entweder muskuläre Schwäche klagt oder über Ansteuerungsprobleme. Was bedeutet, irgendwie kann ich meine Muskeln nicht mehr so bewegen, wie ich möchte. Lokal kann sein, dass es nur bestimmte Muskeln sind oder systemisch, das heißt, dass der ganze Körper so negativ darauf reagiert, dass die muskuläre Ansteuerung komplett schwieriger wird. Und diese Dysfunktionen können sich teilweise noch Wochen und Monate danach zeigen, obwohl die meisten eindeutigen Symptome im Bereich der Gehirnerschütterung schon nach ca. 10 bis 14 Tagen abklingen. Deswegen wird auch vom Arzt meistens eine Ruhe verordnet. Ja, nach dem Motto, erstmal nicht mehr spielen, am besten viel schlafen, viel ausruhen, Dunkelheit, weil die meisten Leute auch dann nach einer Gehirnerschütterung sehr lichtempfindlich sind. Ja, das nennt man quasi dann auch, oder man könnte das als Photophobie bezeichnen. Aber häufig zeigen sich die muskulären Dysfunktionen erst teilweise Monate später. Und das ist gerade das Problem. Dadurch, dass sich die Symptome erst später zeigen, lange Zeit später, kann man jetzt da keinen Kausalzusammenhang mehr treffen, zu sagen, okay, der hat diese muskulären Probleme oder vielleicht Schwindelanfälle, weil er vielleicht vor ein paar Monaten eine Gehirnerschütterung hatte. Kann jeder sagen, okay, da sehe ich jetzt keinen direkten Zusammenhang. Ja, wenn etwas später einsetzt, wie kann es was damit zu tun haben? Wenn man aber einmal versteht, was mit dem Gehirn passiert nach einer Gehirnerschütterung, dann kann man sich das nach und nach so ein bisschen erklären. Lichtempfindlichkeit hatte ich schon gesagt. Tinnitus kann ebenfalls passieren, also klassisches Klingeln quasi im Ohr, was ebenfalls Monate später auftreten kann oder schlimmer werden kann. Sprachstörungen ebenfalls. Ja. Es ist interessant, manchmal ist es so, dass Leute, die Sprachstörungen haben aufgrund von Gehirnerschütterung, also das heißt, entweder die verschlucken Wörter oder Buchstaben, beziehungsweise die reden undeutlicher als vorher. Teilweise ist es aber so, dass diese Personen zum Beispiel besser singen als reden können. Also wenn man einen Sprachtest mit den Leuten machen würde, müsste man zum Beispiel auch prüfen, naja, wie singt denn die betreffende Person? Weil quasi das Singen mehr oder weniger in bestimmten Arealen im Gehirn unabhängig vom Sprachzentrum ist. Und anhand solcher neurologischen Tests kann man genau erkennen, welches Areal ist betroffen. Und das ist genau das Wichtigste. Man kann nicht einfach sagen, okay, der Athlet hat eine Gehirnerschütterung, also ist sein Gehirn komplett im Eimer, sondern dann besteht quasi die Aufgabe, genau zu prüfen, okay, welches Areal im Gehirn hat denn seine Probleme? Das heißt, worauf muss ich mich fokussieren? Und wenn ich nur Ruhe mache oder beziehungsweise wenn ich nur Ruhe einlege, ist es mehr so nach dem Motto, okay, vielleicht habe ich Glück, das Gehirn quasi heilt von alleine, oder ich habe Pech, das Gehirn heilt nicht von alleine. Das ist quasi wie eine Schnittverletzung. Wenn ich eine kleine Schnittverletzung habe, kann ich sagen, okay, ja, wird von alleine heilen, passt schon. Habe ich aber eine Schnittverletzung, die vielleicht zu tief ist, dann wird die von alleine nicht heilen. Oder die wird halt extrem vernarben, je nachdem, wie stark die Verletzung ausgeprägt ist. Und das Gleiche gilt auch für das Gehirn. Wenn die Verletzung des Gehirns relativ stark ist, dann wird das Gehirn nicht von alleine heilen. Habe ich eine leichte Gehirnerschütterung, dann vielleicht schon. Im Englischen spricht man auch von Traumatic Brain Injury, also TBI. Häufig ist eine Gehirnerschütterung auch bezeichnet als MTBI, also als Mild Traumatic Brain Injury. Und eigentlich ist es ein Euphemismus, weil mild ist da eigentlich gar nichts. Wenn man sich halt Gehirnerschütterungen anschaut, von der Beschleunigung des Gehirns innerhalb des Schädels, dann sind das dann Werte, die sind jenseits von Gut und Böse. Also wir haben ja die Erdanziehung, die wir haben, die wird auch in G gemessen, also die Erdbeschleunigung, 1G. Und das, was quasi das Gehirn leiden muss bei so einem harten Tackle, liegt so ab oder bei ungefähr 80 bis 100 G. Ja, das ist relativ viel. Ich glaube, die stärkste Gehirnerschütterung, die mal gemessen worden ist bei einem Athleten, lag bei ungefähr 170 G. Und er hat es interessanterweise überlebt, aber Gehirn war massiv geschädigt. Wenn man sich die Beschleunigungswerte im Highschool-Football anschaut, dann liegen die auch häufig bei 80 G. Also das heißt, die Verletzungen, die Kinder erleiden, sind ebenfalls genauso hoch teilweise wie die der Erwachsenen. Und man kann sich völlig vorstellen, dass ein Kind mit so einer massiven Beschleunigung weniger gut umgehen kann als ein Erwachsener. Und dazu kommt natürlich, dass zum Beispiel auch Mädchen bzw. Frauen, also dementsprechend welches Alter, sind häufiger Opfer von Gehirnerschütterungen. Männer oder Jungs erleiden zwar häufiger,
weil die halt eher wirklich sozusagen intensiv reingehen. Ja, aber Mädchen bzw. Frauen sind viel empfindlicher, was das anbelangt. Ja, und deswegen müssen da vor allem Mädchen dementsprechend auch in jungen Jahren vor allem sehr, sehr stark aufpassen, ja, inwieweit es legitim ist, wirklich mit dem Kopf aneinander zu stoßen. So, also Sprachstörungen hatte ich gerade was dazu gesagt und Sehstörungen. Wir werden uns gleich noch ein bisschen auf Sehstörungen fokussieren, weil man sagt ja so schön, die Augen sind so ein bisschen der Zugang zur Seele. Das Interessante ist aber, dass die Augen in erster Linie Zugang zum Gehirn sind. Das heißt, das, was man hauptsächlich machen kann und sollte, um zu gucken, inwieweit das Gehirn geschädigt ist, sind bestimmte Augentests. Da gibt es bestimmte neurologische Untersuchungen. Und das Gute ist, wenn man weiß, wie die funktioniert, dann kann es jeder machen. Also man muss kein Arzt sein, man muss kein Neurologe sein, man muss nur wissen, wie wende ich die Tests an und dann mache ich es einfach. Und wenn ich so ein Spiel habe, bleiben wir mal beim Football, weil das eigentlich ein klassisches Beispiel ist. Ich nehme den Spieler raus und maximal 5 Minuten dauert es. Theoretisch, wenn ich es richtig mache, nur 3 bis 4, bis ich den Athleten gescreent habe und sagen kann, du bist dazu tauglich, weiterzumachen oder du hörst auf und gehst zum Arzt. Diese Screenings, die ersetzen natürlich nicht eine medizinische Intervention. Ja, das heißt, wenn man wirklich das Gefühl hat oder wenn man merkt anhand der Tests, dieser Einschlag, die mögliche Gehirnerschütterung war so massiv, dann definitiv immer zum Arzt gehen. Einfach nur um abzuklären, gibt es eventuelle Probleme, die tatsächlich so messbar sind, dass sie starke gesundheitliche Auswirkungen haben können. Wenn ich aber die Situation habe, dass ich selber als Coach vielleicht oder als Spieler das Gefühl habe, okay, das war schon eine relativ starke Gehirnerschütterung, ich gehe zum Arzt und der Arzt sagt, es ist aber alles in Ordnung, aber meine Tests sagen, da ist nichts in Ordnung, da hast du als Athlet und als Coach immer noch die Möglichkeit zu intervenieren und zu wissen, okay, gibt es Maßnahmen, die ich machen kann, die helfen, wo mir aber quasi die Schulmedizin nicht weiterhelfen kann. Und ich meine jetzt nicht alternative Medizin, sondern ich meine eigentlich sogenannte funktionelle Neurologie, dass man genau schaut, welche Areale sind dysfunktional und die versuche ich dann quasi durch Training wiederherzustellen. Also auf der einen Seite geht es darum, wirklich Gehirnerschütterung direkt zu erkennen und eventuell den Spieler, den Athleten rauszunehmen und auf der anderen Seite eventuell quasi auch langfristig zu behandeln. So psychische Symptome gibt es natürlich ebenfalls. Auf der einen Seite Konzentrationsstörungen. Konzentrationsstörungen sind meistens auch diejenigen, die sich langfristig zeigen. Das heißt, also anfangs kann es sein, so die ersten paar Stunden, die ersten 1, 2 Tage, 3, 4 Tage, dass zwar massive Kopfschmerzen vorliegen, dass aber die Konzentration mehr oder weniger noch vorhanden ist. Circa 15% aller Leute, die eine Gehirnerschütterung erleiden, haben länger als ein Jahr immer noch Symptome. Ja, circa 40% nach circa 6 Monaten. Das heißt, auch wenn man verordnet, ruhig liegen bleiben, eventuell dunkles Zimmer, viel schlafen, kein Sport, wenn dann vielleicht nur spazieren gehen, gibt es trotzdem immer noch Leute, die Symptome erleiden, beziehungsweise die diese immer noch haben. Und dann fragt man sich, wenn 15% nach einem Jahr oder mehr immer noch Symptome haben, was macht man dann mit den 15%? Und die Antwort ist eigentlich gar nichts, weil es da keine offiziellen Maßnahmen gibt. Es gibt zum Glück in den Vereinigten Staaten gibt es Ärzte und Chiropraktiker, die sich mit dem Thema beschäftigen und die bieten tatsächlich auch Athleten auch Hilfe an. Aber wie gesagt, leider ist das Thema in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen und deswegen gibt es kaum Coaches, Vereine, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen. So, jetzt zu den psychischen Symptomen. Also neben der Konzentrationsstörung auch Orientierungsverlust. Orientierungsverlust ist einmal, könnte auf der einen Seite räumlich sein, das heißt, man hat Probleme, sich im Raum zurechtzufinden. Das kann so weit gehen, dass das Gangbild eingeschränkt ist. Das heißt, der Athlet bewegt sich schlechter als vorher. Und das ist etwas, was sich im normalen Gehen zeigt, aber natürlich eventuell natürlich auch im Spielfeld. Das heißt, die Leistungsfähigkeit des Athleten nimmt ab. Dass wenn man merkt, der Athlet ist weniger leistungsfähig als vorher, sollte man eventuell an die Gehirnerschütterung denken. Depressionen und Angstzustände, die nehme ich mit dazu, weil das ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was sich ergeben kann. Wieso Depressionen entstehen, das ist eigentlich ein komplexer biochemischer Vorgang. Das hat unter anderem was mit sogenannten Neurotransmittern zu tun. Da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Grundsätzlich ist es so, dass Leute, die eine Gehirnerschütterung erleiden, tendenziell ein höheres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Das kann leichte, mittlere bis aber schwere sein. Schwere könnten sozusagen in Suizidgedanken münden. Das wäre quasi sozusagen
das, was normalerweise klassisch passiert. Die meisten Leute, die eine schwere Form der Depression haben, sind häufig auch suizidgefährdet. Und Angstzustände, zum Beispiel nachts aufwachen, schweißgebadet, Panikattacken. Ja, Symptome für Angstzustände sind zum Beispiel schwitzige Hände. Ja, Leute, die dazu immer wieder schwitzige, kalte Hände haben, das ist auf jeden Fall ein Anzeichen dafür für ein erhöhtes Stressniveau. Stress passiert oder hat sozusagen seinen Ursprung relativ weit oben im Hirnstamm. Es gibt ein Areal oder einen Bereich vom Gehirn, das nennt sich Mittelhirn. Und das ist sozusagen quasi sozusagen unser Zentrum, wo unser Körper dafür sorgt, dass wir Stress empfinden. Und interessanterweise ist dieses Zentrum auch sozusagen die Achse von jeder Kopfbewegung. Ja? Das heißt, der Hirnstamm befindet sich ungefähr hier. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen hier einmal meinen Finger in den Kopf durchstecken würde, würde ich auch ans Mittelhirn rankommen. Und wenn ich eine Kopfbewegung habe, nach vorne, nach hinten, passiert diese Kopfbewegung genau um das Mittelhirn herum. Ja? Das ist quasi das Gehirn, das ist das Mittelhirn. Und das heißt, Mittelhirn sozusagen wie so ein Tee beim Golfen. Ja? Und dann kann es ebenfalls durch erhöhte Scherkräfte, und es entstehen nun mal Scherkräfte bei Gehirnerschütterung, ebenfalls zu einer Einschränkung des Mittelhirns kommen. Und dementsprechend kommt es zu Stressreaktionen, aber auch indirekt. Das heißt, die ganzen Symptome, die wir auch vorher hatten, die psychischen bzw. die physischen und jetzt die psychischen Symptome, können einfach in der Kombination zu erhöhtem Stress führen. Erhöhter Stress kann zu Depressionen führen und das eine führt zum anderen. Und wir haben eine extreme Kaskade von einer Krankheit jagt die andere. Und das Geringste dabei ist, wenn man quasi nur Schlafstörungen hat. Aber auch viele Leute, die ihre Hirnerschütterungen leiden, schlafen nicht mehr optimal. Die merken, die haben Schlafdefizite. Entweder sie schlafen zu wenig oder sie werden häufiger wach. Oder halt im schlimmsten Fall wachen dann die Athleten oder diejenigen, die halt eine Gehirnerschütterung hatten, das können natürlich auch Kinder sein, mit zum Beispiel Angstzuständen auf. Und das sind auf jeden Fall Symptome, die man definitiv nicht vernachlässigen sollte. Und auch dann, wenn die Ärzte oder wenn die Medizin nicht unbedingt weiß, wie man damit umzugehen ist, sollte man da auf jeden Fall sich dran setzen und nicht nur Medikamente nehmen. Weil im Prinzip das Einzige, was erfolgt seitens der Schulmedizin, ist es tatsächlich, Medikamente zu geben. Das heißt, wenn Schlafstörungen vorliegen, wenn Depressionen vorliegen, gehen wir davon aus, Klassiker bei Depressionen sind Medikamente wie Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die beheben aber nicht das Problem. Und das ist nämlich die Schwierigkeit dabei. Das heißt, diese Medikamente sind nur darauf ausgelegt, die Symptome zu bekämpfen. Und die Ursache bleibt weiterhin bestehen. Und das ist nämlich das größte Problem, dass man versucht, mit Medikamenten zu arbeiten, was aber die Ursache in keinster Weise behebt oder repariert. Also hier habt ihr so einen typischen Fall, eine Gehirnerschütterung. Man spricht hierbei auch von einem Q bzw. Contre-Q. Q bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne, jetzt haben wir es hier zum Beispiel eine Wand genommen. Es passiert zwar selten, dass Leute direkt gegen eine Wand laufen, ja, außer vielleicht beim American Football, aber gehen wir davon aus, es hat irgendeine Form von Aufprall. Ja. So, Mittelhirn haben wir genau hier in dem oberen Bereich, ja, das ist das Kleinhirn, das Cerebellum, das heißt, hier hat man quasi um die Halswirbelsäule herum haben wir die Bewegung. Und hier haben wir hier in dem Fall vorne den initialen Aufschlag. Ja. Hier wäre zwischen ein Objekt wie eine Wand. Und das ist quasi das, was als Q-Verletzung gemeint ist, ja, beziehungsweise der erste Schlag, ja, Q-Injury. Das heißt, hier haben wir erstmal das erste Trauma, was entsteht, indem das Gehirn, ja, quasi sozusagen von der Flüssigkeit, von der zerebrospinalen Flüssigkeit nicht mehr gebremst wird und nach vorne stößt. Ja, Wasser, Flüssigkeit kann nicht komprimiert werden, also gleitet die zerebrospinale Flüssigkeit in andere Bereiche. Es kommt also zum ersten Aufschlag. Und dieser erste Aufschlag passiert dementsprechend hier im sogenannten Frontalkortex. Ja, das ist quasi eine Region im Kortex und diese Region ist unter anderem für Konzentration, für Persönlichkeit, aber auch für Sehfähigkeit verantwortlich. Ja, das heißt also beziehungsweise für Augenbewegungen, ja, damit wir das nicht missverstehen. Also Augenbewegungen erfolgen unter anderem hier im Frontalkortex, aber auch alles, was mit dem Charakter, mit der Persönlichkeit zu tun hat. Das heißt, eine massive Folge von Gehirnerschütterung wäre zum Beispiel, wenn die Leute plötzlich eine veränderte Persönlichkeit aufweisen. Ich meine, Depressionen sind schon Anzeichen dafür, da könnte eventuell eine veränderte Persönlichkeit vorliegen. Ja? Aber zum Beispiel, wenn die Leute sich plötzlich anders verhalten, zum Beispiel aggressiver werden oder emotionaler oder eventuell sogar Suchterkrankungen plötzlich aufweisen. Das heißt, Leute, die eine Gehirnerschütterung hatten, können plötzlich anfangen, Alkohol zu trinken. Die können plötzlich anfangen zu rauchen, irgendwelche Drogen zu nehmen. Ja? Weil der Frontalkortex ist dafür da, rationale Entscheidungen zu treffen. Und wenn dieser Bereich durch den Schlag negativ beeinträchtigt wird,
dann greifen andere Areale im Gehirn ein. Ja, und so unser Reptiliengehirn, was sozusagen hier befindet, ist quasi eher für intuitiv gesteuerte Vorgehen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie Bock auf Zucker habe, auch wenn ich weiß, es ist eigentlich nicht gut für mich, egal, der Kuchen wird trotzdem gegessen. Oder wenn ich das Gefühl habe, oder ich gehe mit Kumpels oder mit Freundinnen was trinken, ach, ein Bier ist zu wenig, ich trinke einfach mal ein paar mehr. Das heißt, so können sich schnell Suchterkrankungen entwickeln. Und ebenfalls steigt natürlich die Gefahr, in dieser Kombination halt eher depressive Stimmungen aufzubauen, beziehungsweise direkt an Depressionen zu erkranken. So, dann haben wir einmal hier jetzt den Aufschlag hier vorne und dann haben wir gleichzeitig einen Rückschlag. Das heißt, das Gehirn schlägt nach vorne, das ist der erste Impact, und schlägt dann automatisch wieder zurück. Schlag nach vorne und Schlag zurück. Eigentlich wie eine Kugel beim Billardspielen. Ja, über Bande. Erste Bande, zweite Bande. Und genauso schlägt auch das Gehirn dementsprechend dann also wieder nach hinten. Und hier kommt es zum zweiten Schlag, zum Gegenschlag. Das ist der Contre-Coup. Und das Problem hierbei ist, dass ich quasi nicht nur schauen muss, okay, was ist jetzt vorne was kaputt gegangen, sondern ebenfalls hinten. Es kann zwar schon sein, dass wenn ich wirklich einen Athleten habe oder vielleicht einen Schlag auf den Kopf, dass ich vielleicht eine nach außen hin offensichtliche Verletzung des Kopfes habe im Stirnbereich. Das wäre aufgrund des primären Schlags. Hierbei werde ich aber von außen keinerlei Verletzung sehen. Ja? Es könnte sich natürlich zum Beispiel ein Hämatom, subdurales Hämatom bilden, aber auch das werde ich außen nicht wahrnehmen können. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem intrakranialen Druck, ja, der dann irgendwann quasi, wo der Schädel dann geöffnet werden muss, um den Druck rauszulassen, aber auch hierbei, das passiert auch eher tendenziell seltener, das häufigste Problem ist, dass wir Verletzungen von außen nicht wirklich erkennen können. Die Hauptursache ist tatsächlich der Sturz. Wenn man sich halt beobachtet bzw. anschaut, wie Kinder und Jugendliche zu Gehirnerschütterungen kommen, dann ist es einfach ganz normales Stürzen, also Fallen, egal ob vom Zaun, vom Baum, beim Spielen etc. Da sind meistens die Schläge sachter als beim Sport, können aber ebenfalls schon zu schwerwiegenden Schädigungen führen, die auch da wieder erst später auftreten. Und genau das ist meiner Ansicht nach das größte Problem, dass einfach die Gefahr verkannt wird, weil viele Erkrankungen basierend auf dieser Gehirnerschütterung erst später auftreten. Und noch problematisch ist, wenn ich eine Gehirnerschütterung hatte und dann nochmal eine habe, weil das Gehirn quasi sozusagen immer empfindlicher wird von Erschütterung zu Erschütterung. So, Erholung hatte ich vorhin gesagt, okay, meist circa 10 Tage bis zum Verschwinden eindeutiger Symptome. Okay, kann man sagen, okay, wunderbar, wie ich gerade schon eingangs erwähnt habe, einfach nur Ruhe, dann wieder locker anfangen. Locker anfangen bedeutet vielleicht spazieren gehen, lockeres Herz-Kreislauf-Training und dann vielleicht irgendwann wieder back to the game, ja, sofern keine eindeutigen Symptome mehr vorliegen. Liegen noch eindeutige Symptome vor, was wird dann gemacht? Okay, dann noch mehr Ruhe. Ja, passt, wenn der Athlet noch nicht fertig ist, dann noch mehr Ruhe. Kann natürlich so auf lange Sicht nicht funktionieren. Nimmt einfach mal zum Beispiel Profisportler. Profisportler können sich das nicht leisten, mehrere Wochen lang nichts zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Vor allem dann vielleicht in Ländern wie in den USA, wo Sportler wirklich Millionen wert sind. Natürlich haben wir auch europäische Sportler, die so viel wert sind. Aber da ist das Thema natürlich noch mehr in den Kinderschuhen, vor allem halt im fußballerischen Bereich. So, Symptome können auch verspätet auftreten, das habe ich schon gesagt. Die tauchen wirklich erst teilweise Wochen oder Monate später auf, teilweise sogar Jahre. Und hier ein wichtiger Punkt, kann zu neurodegenerativen Erkrankungen führen. Das bedeutet, dass ebenfalls dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Leute Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer erleiden. Und ebenfalls da, es gibt keine klare Kausalität, also niemand kann klar sagen, Gehirnerschütterungen führen definitiv zu Parkinson. Das wird keiner sagen können. Wird nicht funktionieren. Es scheint so zu sein, aber dieser hundertprozentige Kausalzusammenhang kann niemals erfolgen. Häufige Symptome auch noch nach Jahren, das ist das große Problem. Und das liegt unter anderem daran, weil sich das Gehirn bestimmte Sachen speichert. Das Gehirn ist dazu in der Lage, sich an bestimmte Situationen oder bestimmte Geschehnisse anzupassen, positiv wie auch negativ. Das heißt, wenn ich einen Schlag hatte und der führt zu Dysfunktion im Gehirn, ich sehe zum Beispiel schlechter, ich höre schlechter, ich habe eine schlechtere Balance, ich laufe schlechter, ich kann meine Muskeln weniger gut kontrollieren, ich schlafe schlechter, dann gewöhnt sich das Gehirn daran. Das heißt, wenn ich eine Zeit lang schlechter schlafe, wenn ich eine Zeit lang viel Stress habe, dann weiß das Gehirn, okay, das gehört zu der Person dazu. Also wird dieses schlechte Schlafen, wird dieser erhöhte Stresspegel besser gespeichert. Im Stress kann das halt bedeuten, wenn ich zum Beispiel nach einer Gehirnerschütterung mehr Stress aufweise,
Ja, ich bin also immer gereizt, ich habe eventuell Panikanfälle oder vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich schlafe nur schlechter, ich werde schneller müde. Das sind klassische Stresssymptome, die ich aufweisen kann. Und wenn ich dann irgendwelche Situationen habe, die mich vielleicht vorher gar nicht gejuckt haben, wo ich aber jetzt plötzlich stressig darauf reagiere, meinetwegen ein Stau. Es kann sein, vor der Gehirnerschütterung Stau, völlig egal, juckt mich nicht. Jetzt Stau, ich werde richtig aggressiv. Das heißt, der Körper lernt quasi, auf jede Reaktion bzw. auf jede Situation mit Stress zu reagieren. Ja, das heißt, der Körper lernt es automatisch. Stau, Stress. Ja, für Kinder, Jugendliche, schlechte Note in der Schule, Stress. Der Körper lernt. Das heißt, die Antwort wird immer Stress sein. Und so baut sie es immer weiter auf. Und dann erst Jahre danach zu versuchen, diese Probleme zu beheben, wäre das schwierig, weil das, woran sich das Gehirn über Jahre gewöhnt hat, was sich das Gehirn quasi Jahre erzogen hat, wird sehr schwierig, das wieder zu löschen. Und das ist der Grund, wieso man nicht warten soll bis zum Verschwinden der Symptome, sondern direkt danach mit dem richtigen Training anzufangen, zu gucken, welche Areale des Gehirns funktionieren nicht optimal und dann direkt zu intervenieren. So, was passiert jetzt ein bisschen auf biochemischer Sicht nach der Erschütterung? Ja? Das möchte ich auch noch mal ein bisschen zeigen, um zu sehen, dass es tatsächlich auch strukturelle Defizite gibt. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, man weiß nicht, was da passiert, gut, irgendwas funktioniert da nicht. Man weiß sehr wohl, was strukturell passiert. Also ebenfalls subdurale Hämatome, also Einblutungen unter der Dura, unter der Hirnhaut können zum Beispiel passieren. Das ist aber noch das geringste Problem. Das könnte man tatsächlich mit bildgebenden Verfahren erkennen. Das, was man nicht erkennen kann, sind die sogenannten Axonschäden. Das, was ihr hier seht, ist, ihr habt hier quasi Nervenzellen, beziehungsweise eine Nervenzelle, ja, und die hat hier so eine Art Verbindung, Axon, Dendriten, und über diese Axone sind mehrere Nervenzellen aneinander gekoppelt. Das heißt, alles, was an Signale geht von einer Nervenzelle zu Nervenzelle, ja, wie so ein Datenhighway, erfolgt immer von den Nervenzellen über diese Axone. Das heißt, da ist quasi unsere Signalautobahn. Das, was passiert, wenn das Gehirn vor und zurück geschlagen wird, ist, dass natürlich dieses Netz an Axonen der Nervenzellen ebenfalls gestresst werden. Ja, weil das sind Strukturen, das sind nicht abstrakte Gebilde, das sind tatsächlich wie Fäden, die wir haben. Ja, kann man sich so ein bisschen wie einen Faden vorstellen. Und wenn ich quasi einen Faden habe und plötzlich daran ziehe, ja, wobei diese Axone sind eher elastisch, ja, so muss man sich eher wie so ein Gummistring vorstellen. Wenn ich langsam an einem Gummi ziehe, hat es eine gewisse Elastizität und geht wieder zurück. Wenn ich aber schnell ziehe, dann kommt es hier zu dieser Verletzung. Ja, das nennt man auch Axon Strain. Das heißt, durch diese starken Kräfte, Scherkräfte, die erzeugt werden, kommt es quasi zu Rissen. Und wenn diese Risse passieren, da werden bestimmte Botenstoffe freigesetzt. Und diese Botenstoffe nennen sich Neurotransmitter. Neurotransmitter sind sozusagen chemische Botenstoffe im Gehirn, die bestimmte Reize weit übertragen, beziehungsweise Informationen. Ja, also Neurotransmitter sind Teil unseres Informationssystems. Und wenn diese Neurotransmitter freigesetzt werden, dann zirkulieren die auf der einen Seite erstmal frei im Gehirn herum. Und das ist nicht das, was gut für uns ist. Ja, werde ich vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen. Gleichzeitig, was passiert, ist, wenn ihr diese Axonverletzung habt, dass die Nervenzellen, dass erstmal diese Nervenzelle abstirbt. Daraufhin sterben die Nervenzellen ab, die mit dieser Nervenzelle gekoppelt sind. Daraufhin sterben die Nervenzellen ab, die mit den Nervenzellen gekoppelt sind, die mit der Nervenzelle gekoppelt sind. Das heißt, wir haben hier quasi einen Dominoeffekt und es kommt zur sogenannten Nekrose. Es kommt einfach zu einem Absterben der Nervenzellen. Und das ist nämlich genau das, was zu langfristigen Problemen führen kann. Ja, weil diese Nervenzellen, die quasi direkt nach dem Impact, nach der Gehirnerschütterung zerstört werden, das ist sozusagen erst nur der Anfang der Geschichte. Daraufhin kommt es zu einer Folgezerstörung der einzelnen Nervenzellen. Und das über Tage, Wochen oder sogar Monate. Wobei da die Zeit nicht eindeutig festgestellt wird. Was passiert, wenn wir quasi diese Zerstörung haben, diese Nekrosen im Gehirn? Erst einmal, es kommt zu einer reduzierten Oxygenierung. Das einfach nur bedeutet, das Gehirn empfängt weniger Sauerstoff. Mehr Schaden bedeutet weniger Sauerstoff. Ja? Weniger Sauerstoff und natürlich eine verringerte Durchblutung, beziehungsweise um Sauerstoff transportieren zu können, brauchen wir natürlich eine bestimmte optimale Durchblutung. Ja, also man nennt das auch den Cerebral Blood Flow, also einfach quasi die Blutzirkulation zum Gehirn. Und wenn aufgrund der Schädigung diese Blutzirkulation minimiert wird, kommt es auch zum reduzierten Sauerstofftransport. Reduzierter Sauerstofftransport bedeutet,
unsere Zellen bekommen weniger Sauerstoff und das ist dann eine reduzierte Oxygenierung, also reduzierte Sauerstoffanreicherung. Wenn wir also weniger Blut haben, weniger Sauerstoff. Weniger Blut bedeutet auch, habe ich das hingeschrieben? Ja, schlechte Nährstoffversorgung. Da Nährstoffe natürlich über das Blut transportiert wird, haben wir auch damit das Problem, dass das Gehirn nicht die Nährstoffe bekommt, die es bekommen sollte. Freisetzung von Neurotransmittern hatte ich schon genannt. Zum Beispiel ist ein Neurotransmitter, der in Bezug auf die Erkrankung der Depression steht, ist das Serotonin. Vorhin hatte ich erwähnt, dass es Medikamente gibt, Antidepressiva, sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das, was passiert, wenn wir zum Beispiel Depressionen erleiden, dass unser Serotoninpegel sozusagen fällt. Um das mal einfach auszudrücken. Das heißt, je weniger Serotonin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir depressiv werden. Wir werden einfach lustlos. Das ist normalerweise das, was zuerst passiert. Wir bauen eine gewisse Lustlosigkeit auf. Und wenn diese Neurotransmitter, die quasi in den Axonen sind, freigesetzt werden, dann kommt es zu einer Überschwemmung. Das heißt, wir haben bestimmte Neurotransmitter, die mehr oder weniger frei im Gehirn herumschweben. Und einer der wichtigsten Neurotransmitter, den wir in einem hohen Maß nicht haben wollen, ist Glutamat. Glutamat kennen die meisten Leute eher aus dem China-Restaurant. Glutamat ist ein sogenannter erregender Neurotransmitter. Das heißt, wir werden sozusagen, wenn es zu dieser Axonvernetzung kommt, werden viele Moleküle von Glutamat freigesetzt. Und dieser erregende Neurotransmitter bewirkt ebenfalls, dass wir eine höhere Stressreaktion haben. Je mehr Glutamat wir im Gehirn haben, desto schlechter können wir schlafen. Ja? Dazu werde ich gleich noch ein Beispiel nennen, wie Glutamat den Schlaf noch negativ beeinflussen kann. So, Entzündungen durch Zellschäden. Überall da, wo wir eine Zellschädigung haben, ergibt sich immer eine Entzündung. Völlig egal, welche Zellen geschädigt werden im Körper, Entzündung ist immer die Folge, weil Entzündung hat immer etwas zu tun mit einem Reparaturvorgang. Das heißt, das Gehirn bemüht sich, die zerstörten Nervenzellen zu reparieren, was aber nicht möglich ist. Ist eine Nervenzelle zerstört, bleibt sie zerstört. Nichtsdestotrotz kommt es zu einer erhöhten Entzündung. Das heißt, wir haben Inflammationsprozesse, die im Gehirn entstehen und dabei spricht man auch von Neuroinflammation. Und Inflammationen oder Entzündungen im Gehirn können ebenfalls zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Demenz, Alzheimer, Parkinson führen. Also auch da wieder neurodegenerative Erkrankungen. Post-Concussion-Syndrom, zeige ich euch hier, ist das hier. PCS, was ich angesprochen habe, die Symptome, die wir vorhin hatten, die physischen, die psychischen Symptome, die bleiben über Wochen, Monate. Das heißt also, nach der Gehirnerschütterung habe ich immer noch Symptome, die mich quasi als Athleten begleiten. Auswirkungen auf Stimmung, Verhalten und Motivation. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe als Persönlichkeitsveränderung. Und diese können klein sein. Es ist nicht so, dass man sich plötzlich vom Charakter um 180 Grad dreht. Man hat aber teilweise neue Charaktereigenschaften. Das ist natürlich schon sehr schwerwiegend. Was man hauptsächlich hat, sind wirklich die psychischen und die physischen Symptome, die entstehen. Problematisch ist nur, wenn es Symptome gibt, die man so augenscheinlich nicht erkennen kann. Aber dafür gibt es einige neurologische Untersuchungen. Dann Post-Concussion-Syndrom wirkt sich negativ auf Erholung und Schlaf aus. Auch da wieder mehr Glutamat im Gehirn. Dazu führt quasi, dass der Körper weniger vom GABA produzieren kann. Beziehungsweise GABA ist ein Neurotransmitter, den wir zur Erholung, zum Runterfahren brauchen. Je mehr Glutamat wir haben, desto weniger GABA wird quasi produziert. Und je weniger GABA produziert wird, desto mehr haben wir Probleme, in den Schlaf zu kommen. Also Schlafstörungen sind quasi die Folge, beziehungsweise das wäre eine biochemische Erklärung, wieso es zu Schlafstörungen kommt nach Gehirnerschütterungen. Also wenn man nach Gehirnerschütterung schon mal gut schläft oder genauso wie vorher, ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass auf jeden Fall die Symptome relativ klein sind, weil in der Regel wird fast immer der Schlaf gestört. Ebenfalls, was passieren kann, dass die Gehirnerschütterung zu hormonellen Dysregulationen führen kann. Oxytocin, sogenanntes Kuschelhormon. Das heißt, die Leute, könnte sagen, die kuscheln weniger, aber ich glaube, das würde es nicht treffen. Oxytocin ist nicht nur ein sogenanntes Kuschelhormon, sondern ist eigentlich auch ein Stresshormon. Eigentlich ist es ein Antistresshormon. Jedes Mal, wenn der Körper mehr Oxytocin produziert, geht unser Stresslevel runter. Ja, also die Leute, die zum Kuscheln gezwungen werden, da funktioniert es nicht. Aber in der Regel, wenn der Körper Oxytocin produziert, Stress geht runter und ebenfalls eine gute Maßnahme, um halt den Cortisolspiegel zu reduzieren. Das Problem ist ebenfalls, dass aufgrund des Post-Concussion-Syndroms es dazu führen kann, dass der Körper einfach weniger Oxytocin produziert. Ja, da kann man kuscheln, was das Zeug hält, aber der Körper sagt sich, interessiert mich nicht, juckt mich nicht, es passiert nichts. Ja. ACTH
ist ebenfalls ein Stresshormon. TSH, Schilddrüsenhormon, und FSH ist ein Hormon, was unter anderem beim Mann für die Spermienbildung verantwortlich ist, sodass es auch da wieder in Bezug auf den sexuellen Antrieb zu Dysfunktionen kommen kann, nicht nur für Frauen, aber auch für Männer. Und kann die Hypophysenfunktion beeinträchtigen, die Hypophyse ebenfalls als hormonbildendes Organ sozusagen, was ebenfalls für die Stressachse verantwortlich ist. Und durch diese Einschränkung kann es ebenfalls zu einer erhöhten Cortisolproduktion führen. Das heißt, die Nebennierenrinde produziert mehr Cortisol, ja, was aber nicht bedeutet, dass die Nebennierenrinde quasi im Eimer ist, sondern quasi hier eher die Hypophyse. Also indirekt kommt es zu einer erhöhten Cortisolausschüttung, also zu mehr Stress. So neurometabole Auswirkungen. Hier sind wir auch direkt in dem Bereich, was man nach einer Gehirnerschütterung theoretisch machen kann, wenn man Symptome feststellt. Also erst einmal, wir haben festgestellt, es gibt eine verringerte Nährstoffversorgung des Gehirns. Dann haben wir eine sogenannte mitochondriale Dysfunktion. Das bedeutet, Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Das heißt, wir kommen in dem Moment nach einer Gehirnerschütterung zu einer Art Energieverlust. Das heißt, die Zellen sind nämlich nicht mehr in der Lage, Energie optimal zu verwerten. Es kommt zu einem erhöhten Calciumausstoß. Ja, das heißt, durch diese Axonverletzung, die wir haben, wird mehr Calcium freigesetzt. Und ebenfalls, das ist das, was das Gehirn nicht optimal verarbeiten kann. Dann hatten wir ebenfalls schon gesagt, dass Glutamat oder mehr Glutamat produziert wird. Deswegen steht hier Maßnahme Reduktion von Glutamat. Und wie kann ich Glutamat reduzieren? Indem ich GABA erhöhe, weil beides quasi Gegenspieler sind. Das heißt, wenn ich mehr Glutamat habe, muss ich dafür sorgen, dass ich den GABA-Spiegel erhöhe, und das führt zu einer Reduktion von Glutamat. Und GABA gibt es zum Beispiel auch als Supplement. Das heißt, ich könnte nach einer Gehirnerschütterung GABA, diesen Neurotransmitter, als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um quasi den erregenden Neurotransmitter runterzufahren. Zufuhr von Magnesium ist ebenfalls eine Möglichkeit. Ja, das heißt, das Gleichgewicht der Mineralstoffe im Gehirn wieder zu optimieren. Zufuhr von DHA, Zufuhr von DHA, also DHA findet man unter anderem halt in Fischöl oder Krillöl als Bestandteil von Omega-3. Und DHA ist sehr antiinflammatorisch, das heißt, wenn Entzündungsprozesse vorliegen, vor allem über Tage, Wochen und Monate, wäre die Zufuhr von DHA eine Maßnahme, um die Inflammation, die Entzündung im Gehirn zu reduzieren. Zufuhr von Cholinen. Choline sind Substanzen, die unter anderem für den Neurotransmitter Acetylcholin verantwortlich sind. Und der ist unter anderem dafür da, Reiz im Gehirn weiterzuleiten. Das heißt, das, was die Axone machen, beziehungsweise die Nervenzellen, ein Impuls zum anderen, dafür brauchen wir bestimmte Choline, um das durchführen zu können. Also das sind die Möglichkeiten, über Nahrungsergänzungsmittel die neurometabolen Auswirkungen zu reduzieren. So. Vorhin hatte ich ein bisschen angedeutet, was kann ich jetzt machen, wenn ich tatsächlich merke, okay, es kommt zum Tackle oder eventuell eine Gehirnerschütterung. Also als erstes immer die Person rausnehmen aus dem Spiel. Das ist immer die erste Maßnahme. Testen. Okay, jetzt ist interessant. Okay, wie kann ich denn jetzt testen? Woher weiß ich, es liegt eine Gehirnerschütterung vor oder nicht? Wenn die Person bei dem Aufprall ohnmächtig geworden ist, ja, dann steht es außer Frage, die Person wieder reinzusetzen. Also ein harter Schlag, der zu einer Ohnmacht geführt hat, würde ich schon mal in 100% der Fällen sagen, definitiv nicht mehr in das Spiel hinein. Der King-David-Test, auf den gehe ich gleich noch ein, Augenbewegung ebenfalls. Vestibuläre Test hatte ich kurz angedeutet, das ist dieser Romberg-Test, ich stelle mich hin, normaler Romberg-Test mit geschlossenen Augen, und wenn dann die Person strauchen sollte, definitiv rausnehmen. Kleinhirn-Check. Der Kleinhirn-Check bedeutet, dass bestimmte Gehirnerschütterungen oder anders ausgedrückt Gehirnerschütterungen können zu einer Einschränkung des Kleinhirnführens. Das Kleinhirn ist unter anderem verantwortlich für unsere Feinmotorik. Das heißt, eine starke Gehirnerschütterung kann unsere Feinmotorik negativ beeinflussen und dementsprechend auch die Funktionsweise unseres Gehirns. Und es gibt einfache Kleinhirntests, die man machen kann. Ja? Und dazu gehört unter anderem Rapid Alternating Pronation and Supination. Ja, ich schreibe euch das ganz kurz mal auf. Und das ist auch eine Sache, die ihr definitiv machen könnt. Kann man sie als Kurzformel als RASP merken. Rapid Alternating Supination and Pronation bedeutet Supinationsbewegung und Pronationsbewegung. Also ich kann zum Beispiel in der Hand kann ich pronieren und supinieren.
Ja, also pronieren, Sportis merken sich das wie Brot schneiden, ja, und supinieren wie Suppe essen. Ja, das sind so kleine Eselsbrücken. Das heißt Rapid Alternating, das heißt ich wechsle von quasi von Supination und Pronation so schnell wie möglich. Und dementsprechend sieht auch der Test aus. Das heißt den Kleinhandtest in Bezug auf Rapid Alternating Supination Pronation für die Hand würde so aussehen, ich halte eine Hand auf, die andere Hand, das heißt die Hand, die sich jetzt bewegt, ist quasi sozusagen die Hand, die von meinem Kleinhirn gesteuert wird. Das heißt, der Test sieht so aus, die Hand ist stabil und ich wechsle so schnell ich kann in Pronation und Supination. Und wenn das optimal funktioniert, ja, zum Beispiel also in dem Fall, so wie ich das gezeigt habe, hat es sehr, sehr gut funktioniert, weiß ich, bestimmte Areale vom Gehirn, vom Kleinen funktionieren. Und was bei anderen aussehen kann, die zum Beispiel eine schwere Gehirnerschütterung haben, kann das so aussehen. Ja, das wäre ein extremer Fall. Und das wird auf beiden Seiten getestet. Es kann sein, dass ich auf der einen Seite hervorragend und auf der anderen Seite merke ich, ja, irgendwie, nee, das läuft nicht so gut. Um das mal selber zu testen, damit ihr seht, was einfach schwer ist, macht ihr es einfach mal selber. Okay? Wir fangen gemeinsam an. Also rechte Hand aufhalten, mit der linken Hand Finger bleiben geschlossen. Wichtig ist dabei, die Hand immer anzuheben. Ja? Also nicht nur drehen, sondern anheben und klappen. Okay? Und probiert es mal. 5, 4, 3, 2, 1, okay, lösen. So, bei einigen sah das schon ein bisschen tollpatschig aus, da funktioniert das Kleine nicht so optimal. Ja? Vor allem, ihr hattet mich gerade als Vergleich. Ja, jetzt macht ihr es bitte auf der anderen Hand, ja, und prüft, ob das gleich ist oder besser. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. So, habt ihr einen Unterschied festgestellt zwischen rechts und links? Wir hatten also einige nicken, okay, einige von euch hatten einen Unterschied zwischen rechts und links. Wenn ihr einen Unterschied habt, könnt ihr auf jeden Fall sagen, eine Seite vom Kleinhirn arbeitet sehr wahrscheinlich besser als die andere. Und wenn ihr bei euch schon so Unterschiede erkennt, obwohl ihr wahrscheinlich keine Gehirnerschütterung habt, so hoffe ich, wird das natürlich direkt nach einer Gehirnerschütterung viel, viel deutlicher sein. Dass die Leute werden teilweise wirklich die Hand nicht treffen können, egal ob sie hingucken oder nicht. Ja, es wird dann problematischer. Das heißt, das ist ein einfacher Test im Bereich vom Kleinhirn, den man testen kann, den man durchführen kann. Und das Problem dabei ist, wir brauchen immer eine Art Baseline-Test. Das heißt, wir müssen wissen, wie hat der Athlet eigentlich davor abgeschnitten. Weil es kann ja sein, dass der Athlet tatsächlich bei diesem Test eine schlechte Motorik schon die ganze Zeit hat. Das heißt, auch unabhängig vom Test. Das heißt, wenn er vorher, vor der Gehirnerschütterung sowas macht und nach der Gehirnerschütterung macht er immer noch, kann ich sagen, okay, das ist einfach nur seine motorische Fähigkeit. Ich kann natürlich, wenn ich aber jemanden habe, der tatsächlich extrem schlecht ist, dann dürfte der eigentlich überhaupt weder MMA noch Boxen noch irgendeinen anderen Sport machen. Dann würde ich sagen, okay, der hat auf jeden Fall so starke motorische Defizite, dürfte ohnehin nicht spielen. Im besten Fall habe ich immer einen Baseline-Test. Wenn ich ihn nicht habe, kann ich mich nur darauf fokussieren, was ich sehe und was ich quasi einschätzen kann, um zu sagen, okay, der Test, der RESP-Test ist so schlecht, der sollte definitiv nicht mehr weiterspielen, weil er hat wahrscheinlich Probleme mit seinem Kleinhirn hat. Also der King-David-Test in der Kombination bzw. gemeinschaftlich mit der Mayo-Klinik in den Vereinigten Staaten durchgeführt, ist quasi eine Art Lesetest, könnte man sagen. Ja? Der Lesetest sieht so aus, es gibt mehrere Level bei diesem Test. Also es ist auf jeden Fall eine App, die man sich für kleines Geld runterladen kann. Würde ich auf jeden Fall jedem Athletik-Coach empfehlen, der mit Athleten zusammentrainiert, die Risikosportarten durchführen. Risikosportarten heißt American Football, Rugby, Eishockey, Fußball, Boxen, MMA. Und es gibt zum Beispiel Level 1. Zum Beispiel mehrere Zeilen, die laufen so untereinander. Und der Athlet muss dann quasi lesen. 3, 4, 7, 8, 4, 1, 2, 3, 7. Erst einmal folgendes, er muss in der Lage sein, die Zahlen zu erkennen. Man bezeichnet es auch als Pattern Recognition. Das ist eine Zahl, ich weiß, welche das ist. Das hört sich natürlich sehr einfach an. Wenn man aber irgendwie 80 G auf die Birne bekommt, kann es sein, dass es nicht mehr so einfach ist. Dann muss ich in der Lage sein, meine Augen von Buchstabe zu Buchstabe zu bewegen. Das heißt, ich arbeite quasi über diese Linien. Die Linien helfen mir, mich zu orientieren. Erst kommt die 3, dann kommt die 4, dann kommt die 7, dann kommt irgendwann die 8. Und die Augenbewegung, die dann erfolgt, nennt sich weiche Folgebewegung. Das heißt, die Augen gehen von links langsam nach rechts.
Ja? Könnte auch in dem Fall eine Sakkade sein, ein Sprung. Weil in der Regel springe ich von der 3, ich sehe in der Peripherie die 4, also springe ich direkt zu 4 rüber. Etwas schwieriger könnte zum Beispiel im nächsten Level sein folgendes. Das heißt, hier in dem Fall haben wir inzwischen gar keine Linien mehr. Und man wird sich denken, okay, macht keinen großen Unterschied. Wenn ich aber hier habe ich wirklich Linien, das heißt, ich kann mich Zeile für Zeile schön durcharbeiten und hier habe ich, in dem Fall habe ich hier noch einen karierten Hintergrund. Normalerweise habe ich auf dem Blickfeld habe ich nur einen weißen Hintergrund. Das heißt, ich habe keine Linie mehr, an denen ich mich orientieren kann. Viele Leute, die Gehirnerschütterung haben, die sehen hier einfach nur ein schwammiges Zahlenfeld und verlieren sich sehr, sehr häufig in der Zeile. Das heißt, diese Führungslinien, diese Hilfslinien, die habe ich nicht mehr. Und so wird es quasi immer schwieriger. Das heißt, mit diesem King-David-Test werden bestimmte Fähigkeiten des Gehirns getestet. Der Test dauert meistens nur 2 Minuten. Aber auch hierbei, ich brauche eine Baseline. Das heißt, jeder Athlet muss diesen Test vorher einmal gemacht haben. Das heißt, pro Athlet 2 Minuten für die Baseline. Kommt es eventuell zu einer Gehirnerschütterung, nochmal 2 Minuten als Recheck. Und das ist dann der Moment, wo ich den Athleten raushole, mache meinetwegen Gleichgewichtstest, mache vielleicht Kleinhirntest und mache 2 Minuten den King-David-Test. Das heißt, ich habe das vestibuläre System, Augen zu, ich habe schon das visuelle System, hier habe ich nochmal das visuelle System, dann habe ich quasi Pattern Recognition, kann ich die Zahlen erkennen und ich habe Sprache. Ja, die Leute müssen die Zahlen auch laut vorlesen. Also ich habe mehrere Systeme in einem. Und RASP ist Kleinhirn. Und diese ganzen Tests dauern maximal 4 Minuten, wenn überhaupt. Und ich kann schon eine sehr, sehr hohe Aussagekraft da reinsetzen, um zu bestimmen, der Spieler geht zurück oder nicht, oder er geht direkt zum Arzt. Im Zweifel immer zum Arzt. Und wenn der Arzt sagt, da ist nichts, eventuell selber nochmal nachgucken. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich würde niemals MRT oder CT ausschließen, weil es kann immer noch zu irgendwelchen Einblutungen kommen. Und einfach um gewisse starke Schädigungen auszuschließen, sollte man immer ein bildgebendes Verfahren mit dazu nehmen. Aber wichtig, wenn man nichts drauf sieht, heißt das lange nicht, dass auch nichts kaputt wäre. Es gibt unterschiedlich allgemeine neurologische Untersuchungen, die man machen kann. Reflexe können getestet werden, ja, Patellasehnenreflex etc. Sensibilitätstests können gemacht werden, andere Augentests. Dann den Neurotransmittertest, das ist etwas, wo quasi über einen Fragebogen nach einer Gehirnerschütterung getestet wird, inwieweit herrscht ein Neurotransmitter-Ungleichgewicht vor. Ich hatte vorhin was von Glutamat gesagt, von GABA, von Serotonin. Das ist ein Test, den macht man nicht direkt am Spielfeldrand. Das ist ein Test, den macht man vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate nach der Gehirnerschütterung. Auch da wieder brauche ich aber einen Baseline-Test. Wie ist der Ist-Zustand und wie kann sich eine Gehirnerschütterung negativ auf die Neurotransmitter auswirken? Also das ist eher ein langfristiger Test. Breath-Hold-Test ebenfalls, dafür brauche ich eine Baseline. Breath-Hold-Test bezieht sich darauf, wie lange kann ich die Luft anhalten, mehr oder weniger. Der Test ist ein bisschen komplexer, hat aber was mit der CO2-Toleranz des Gehirns zu tun. Und die CO2-Toleranz des Gehirns, das heißt, wie viel Kohlendioxid verträgt mein Gehirn, kann ebenfalls nach einer Gehirnerschütterung schlechter werden. Wenn die CO2-Toleranz schlechter wird, das heißt, wenn die Athleten kürzer die Luft anhalten können, bedeutet das, es erfolgt eine reduzierte Oxygenierung. Das heißt also eine reduzierte Sauerstoffversorgung. Habe ich eine reduzierte Sauerstoffversorgung, habe ich wieder eine reduzierte Nährstoffversorgung. Habe ich das, kann es sein, dass ich eventuell erhöhte Entzündungswerte habe. So führt wieder das eine zum anderen, von Hölzchen auf Stöckchen. Und es gibt noch erweiterte neurologische Tests, die wir zum Beispiel beim Neurosport Performance ebenfalls anwenden. Also es gibt eine ganz große Bandbreite, aber die paar kleinen Tests, die kann jeder problemlos durchführen. Man muss die Tests nicht großartig erklären können, wie die neuronale Funktion ist. Man muss es nur anwenden können und anhand das, was man sieht, bestimmen, weiterspielen, ja oder nein. So, bei Augenbewegungen gibt es zum Beispiel sogenannte Fixationen. Fixation bedeutet, du hast ein Objekt, zum Beispiel meinen Daumen, und ich fixiere mich ein paar Sekunden auf meine Fingerkuppe. Und auch da wieder, die Augenbewegung, dadurch, dass ich, wenn ich einen Schlag vorne gegen den Frontallappen habe, beziehungsweise gegen den Frontalkortex, da kann es sein, dass meine Augenbewegung und meine Augenleistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Die Fähigkeit zu sehen befindet sich hinten, das ist der Okzipitallappen. Das heißt, da ziehen auch die Nervenbahnen der Augen hin. Die beziehen sich aber darauf, okay, ich kann Objekte erkennen. Die Augenbewegung an sich, die wird über den Frontallappen vorne gesteuert. Das heißt, wenn ich einen starken Schlag vorne hinbekomme, dann kann es sein, dass meine Augenbewegungen stark beeinträchtigt sind. Habe ich einen Gegenschlag zwischen dem Hinterkopf,
kann es dann dementsprechend sein, dass sie bestimmte Bilder nicht optimal interpretieren kann oder bestimmte Bilder nicht sehen kann. Das heißt, die Qualität des Sehens liegt eher im Bereich des Okzipitallapsen und die Fähigkeit zu sehen eher im vorderen Bereich. Weiche Folgebewegung ist, wenn ich meinen Finger bewege und meine Augen folgen symmetrisch mit. Häufig ebenfalls funktioniert das bei vielen Leuten nicht. Die sind nicht in der Lage, sich auf ein bewegendes Objekt zu fixieren. Auch das kann ich theoretisch als erweiterter Test direkt am Spielfeldrand machen. Sakkaden sind Blicksprünge. Ja, das heißt, wenn ich zwei Objekte habe, ich fokussiere das erste Objekt, zweites Objekt bewegt sich, dann springen meine Augen rüber. Und anhand dieser Sprungfähigkeit, anhand dieser Sakkade, kann ich ebenfalls erkennen, ist der Sprung sauber erfolgt, hat er eine schnelle, saubere Sprungbewegung gemacht oder war die ruckartig oder kann er plötzlich den Daumen nicht fixieren. Und auch dann weiß ich, okay, Frontalkortex ist eingeschränkt. Optokinetischer Reflex ist eine Art Nystagmus, da gibt es bestimmte Bilder, wie quasi, als ob ihr in einem Zug sitzt, der nicht zu schnell fährt und einen Baum nach dem anderen beobachtet. Ja, also wenn ich jetzt im ICE sitze, dann kann ich die Bäume kaum voneinander unterscheiden. Wenn ich aber relativ langsam fahre und mein Blick springt von einem Baum zum anderen, während ich mich fortbewege, das ist quasi der optokinetische Reflex. Das ist eine Art Sakkade und eine Folgebewegung, wo ich quasi einen Baum nach dem anderen folge. Und diese Fähigkeit des optokinetischen Reflex kann ebenfalls bei vielen Leuten, die eine Gehirnerschütterung haben, leiden. Und die Augenbewegungen entstehen in unterschiedlichen Arealen. Das heißt, wenn ich sozusagen weitergehen möchte und ich habe eventuell jemanden, der hat eine Gehirnerschütterung, dann kann ich anhand der einzelnen Augenbewegungen genau sagen, okay, dieses Gehirnareal ist gestört. Das funktioniert nicht. Und das kann ich auch hier wieder mit einem MRT, mit einem CT nicht machen. Aber über Augentests kann ich genau sagen, das Gehirnareal funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen das Gehirnareal wieder beheben, reparieren. Und das geht zum Beispiel über Training. So, vestibular optokinetischer Reflex, da gehe ich nur kurz darauf ein, damit es jetzt nicht zu kompliziert wird. Vorhin hatte ich angedeutet als Test, Romberg-Test stehen, Augen geschlossen und manche Leute schwanken. Wieso kann es sein, dass man plötzlich anfängt, sein Gleichgewicht zu verlieren in dem Moment, wo man die Augen schließt? Einfach deswegen, weil unser Gleichgewichtsorgan mit den Augen gekoppelt ist. Und wenn wir eine Störung haben vom Gleichgewichtssystem, also vom vestibulären System, dann wird mit größter Wahrscheinlichkeit das visuelle System, unsere Augen, werden das Gleichgewicht mittragen. Unsere Augen versuchen sich immer zum Horizont auszurichten. Das heißt, wenn ich den Kopf nach rechts drehe, drehen sich die Augen automatisch nach links. Ja? Weil ich habe zwar das Gefühl, ich sehe alles schief, aber die Augen, die rollen automatisch. Das heißt, die Augen sind mehr oder weniger in Anführungsstrichen auf den Horizont ausgerichtet. Das heißt, die Augen bewegen sich immer in Abhängigkeit vom Kopf. Ja? Ich kann den Kopf zur Seite drehen, aber meine Augen bleiben immer auf einen bestimmten Punkt fixiert. Und das sind ebenfalls Sachen, die ich quasi testen kann, beziehungsweise die ich dann überprüfen kann, inwieweit die beeinträchtigt sind oder nicht. Und unser Gleichgewichtssystem reagiert oder agiert auf sogenannte anguläre oder translatorische Bewegung. Das heißt also, wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, gibt es bestimmte Areale im Innenohr, die für die Bewegung verantwortlich sind. Wenn ich meinen Kopf nach vorne bewege, ja, oder zur Seite, also das ist eine translatorische Bewegung, gibt es wiederum andere Areale. Und anhand von bestimmten Tests kann ich zum Beispiel sagen, okay, die Gehirnerschütterung hat bewirkt, dass aufgrund einer schlechten Rechtsrotation, oder ich rotiere den Kopf nach rechts und bin plötzlich schwindelig, dann kann ich genau sagen, okay, ein bestimmter Bereich im Innenohr ist aufgrund der Gehirnerschütterung geschädigt, also muss ich diesen Bereich wieder aktivieren oder vielleicht von der Aktivität her reduzieren. So, also Probleme, was ich gerade hatte, es gibt keinen einheitlichen Maßnahmenkatalog. Also in der Regel wirklich nur Ruhe und bei bestimmten Symptomen dann eventuell einfach nur Medikamente nehmen. Keine konkrete Bestimmung, zum Beispiel immer MRT möglich oder CT, keine Therapie vorgesehen. Also es gibt keine geeignete Therapie, beziehungsweise es ist eigentlich nicht ganz richtig, das zu sagen. Es gibt mehr oder weniger Ärzte, Chiropraktiker, die Therapien vorsehen. Es gibt aber keine standardisierte Therapie, sagen wir es mal so. Ja, das ist der Punkt. Es gibt keine von der Schulmedizin anerkannte, standardisierte Therapie vor. Nur Fokus auf Erkrankungen. Das heißt, das, was ich sehe, ist es jetzt pathologisch oder hat vielleicht der Athlet einfach ein bisschen Konzentrationsstörungen. Das ist dann auch schulmedizinisch meistens nicht interessant. Kein Bewusstsein für Risiken. Das bezieht sich eigentlich tatsächlich auf die Schläge, die man erleidet. Ja, man denkt sich, okay, vor allem wenn man als kleines Kind darauf getrimmt ist,
Beim Boxen, es gehört dazu, Schläge zu kassieren. Beim Football, es gehört dazu, Schläge zu kassieren. Beim Eishockey gehört es ebenfalls dazu. Man trimmt sich darauf, es gehört nun mal zum Sport. Also es ist völlig in Ordnung. Und auch wenn man Schmerzen hat, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, man erträgt es, weil man weiß, ja, das ist nun mal der Sport. Muss ja nicht angenehm sein. Nichtsdestotrotz, man kann aber beides kombinieren. Man ist in der Lage, tatsächlich vielleicht den Sport weiter auszuführen. Man kümmert sich aber nach einer möglichen Gehirnerschütterung um die Auswirkungen. Interessant ist, es gab eine Studie vor ein paar Jahren, die gezeigt hat, inwieweit Augentraining, also visuelles Training, helfen kann, um Gehirnerschütterungen zu vermeiden. Und es wurde auf jeden Fall an einem College durchgeführt in den Vereinigten Staaten. Und da hat man quasi visuelles Training in der Off-Season gemacht und hat man festgestellt, dass tatsächlich die Anzahl der Gehirnerschütterungen aufgrund des visuellen Trainings signifikant runtergegangen ist. Das heißt, nur aufgrund von Augentraining war die Wahrscheinlichkeit, eine Gehirnerschütterung zu erleiden, viel, viel geringer. Das heißt, als Maßnahme zur Vorbeugung sollte visuelles Training erfolgen. Unter anderem das, was ich angesprochen habe, weiche Folgebewegungen, Sakkaden, und das sind die Bewegungen, die man machen kann, um tatsächlich das Risiko zu reduzieren. Und was ich ebenfalls kurz angedeutet hatte, keine eindeutige Korrelation zu Folgeerkrankungen. Das heißt, wenn es eine Folgeerkrankung gibt, ich weiß nicht, hat es nun was mit der Gehirnerschütterung zu tun oder nicht. Es kann sein, muss aber nicht. Also kann ich höchstens nur raten. Ja? So, und das ist auch ein Thema, was wir zum Beispiel auch in unserer Fortbildung Neuroathletik-Coach präsentieren. Jedenfalls ansatzweise, nicht so schwerpunktmäßig im Bereich Gehirnerschütterung. Also wir werden auf jeden Fall das Thema weiter verfolgen, beziehungsweise wir hoffen, dass das Thema in dem einen oder anderen Verein oder Verband weiter aufgenommen wird. Und deswegen auch, was ich initial gesagt habe, es ist nicht so schlimm, dass sich noch nicht so viele Leute dafür interessieren. Ich glaube einfach, weil die Thematik tatsächlich nicht so im Bewusstsein ist. Die ersten Athleten, die ich schon hatte, die eine Gehirnerschütterung mal von sich getragen haben, die merken dann tatsächlich erst anhand des Screenings, was für Defizite sie haben, obwohl teilweise die Gehirnerschütterung Jahre zurückliegen. Also einen Klienten hatte ich mal und bei dem lag die Gehirnerschütterung 8 Jahre zurück und der hatte immer noch Defizite, die man erkennen konnte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wer weiß, ob diese Defizite, die er hatte, tatsächlich mit der Gehirnerschütterung zusammenhängen. Ich kann so sagen, es hat gepasst, aber auch hundertprozentig kann ich das nicht sagen. Wenn ein Klient Jahre später zu mir reinkommt und sagt, er hat hier und da Probleme, hattest du mal eine Gehirnerschütterung? Ja, okay, und es passt da, wo er den Schlag hatte mit den Dysfunktionen, dann kann ich auch nur mutmaßen, okay, das könnte tatsächlich passen. Aber ich kann es natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen. Und das ist das Problem, was man dabei hat, wirklich so gewisse Kausalzusammenhänge zu schaffen. Man kann es nur probieren, man kann sich diesem Thema ein bisschen stellen, man braucht nicht viel Zeit, um die Athleten zu betreuen. Man muss sich nur einfach mal mit der Thematik auseinandersetzen und dann einfach ein bisschen auf die Gesundheit der Athleten und der Spieler achten.